und herzlich willkommen zu Enigmates 2, die Nebel von Ravenwood. In der Sammler-Edition mal wieder. So, ich hoffe, ihr seid bereit für das zweite Abenteuer. Wir haben ja jetzt beim letzten Mal den ersten Teil abgeschlossen. Und zwar die Seen von Maple Creek. Und nun sind wir wieder auf den Spuren. Ich gehe mal voraus wieder des Geistlichen, beziehungsweise hier unseres Fregels. Und ja. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Es sieht auf jeden Fall schon deutlich hübscher aus als noch der erste Teil. Finde ich allein schon vom Design her. Ja, im Hintergrund bin ich gerade dabei, die Tales of Arise Streams zu rendern. Die ja jetzt letzte Woche, oder je nachdem wann das kommt, es könnte auch sein vor 2 Wochen, gestartet haben. Und ja, nun würde ich einfach sagen, geht's einfach direkt los. Ich gucke mal in die Option. Musik mache ich einfach mal so. Und wir starten direkt. Wir haben einmal die Nebel von Ravenwood und die geretteten Erinnerungen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit die Nebel von Ravenwood. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach. So, wir haben jetzt hier die Auswahl zwischen leicht, normal und schwierig. In leicht haben wir Tipp und Lösen werden schnell aufgeladen. Interaktive Bereiche funken häufig. Wimmelbildrätsel sind durch ein Glitzern markiert. Es gibt keine Strafen für zu häufiges Aufwählen im Wimmelbildrätseln. Orte, an denen du etwas zu tun hast, sind auf der Karte markiert. Hinweise zu Gegenständen sind mäßig direkt. So, dann hätten wir noch normal. Tipp und Lösen Schaltflächen werden gemäßigt aufgeladen. Aktive Bereiche sind markiert, sind nicht markiert. Wimmelbildrätsel sind durch einen Glitzern markiert. Im Wimmelbildrätsel gibt es eine leichte Strafe für zu häufiges Auswählen. Orte, an denen etwas zu tun gibt, sind auf der Karte markiert. Hinweise zu Gegenständen sind mäßig direkt. Und dann hätten wir noch Tipp und Lösen werden langsam aufgeladen. Aktive Bereiche sind nicht markiert. Interaktive Bereiche werden nicht hervorgehoben. Wimmelbildrätseln gibt es eine Strafe für zu häufiges Auswählen. Orte auf der Karte, an denen es etwas zu tun gibt, sind nicht markiert. Hinweise zu Gegenständen sind weniger direkt. So. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir auf schwer gespielt. Ich glaube, das machen wir diesmal auch wieder. Und ja, wir beginnen einfach. Es ist 2 Jahre seit den Ereignissen von Maple Creek. Und ich bin noch auf der Hunt für den bösen Prediger. Bei der Prediger. So far, the murderers stayed one step ahead, but I have a lead. There are rumors of people disappearing mysteriously on the west coast. The situation sounds familiar, but could it just be a coincidence? What was that? Whoa, what on earth happened here? There's no evidence of a car crash, but that camper trailer is clearly damaged. What? How? I've never seen marks quite like that. Ja, also es ist 2 Jahre her, dass die Ereignisse in Maple Creek passiert sind. Ich will gerade mal gucken, denn in diesem Spiel fehlen uns übrigens Errungenschaften. Zwei Illusionsobjekte und schließe alle paar Bilderspieler ab. Okay. Na, mal gucken. Das heißt, ich werde jetzt hier öfters mal auf die Bilder starren und gucken, dass wir alle, ja, Szenen hier quasi mitkriegen, alle Illusionen. Ich weiß so gerade nicht mehr, wie sie sich äußern. Aber mal gucken. So, hier haben wir einmal eine Leuchtfackel. Der Verbandskasten ist abgeschlossen. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Okay. Also ich finde, es ist schon... Also tatsächlich, obwohl das jetzt hier so dunkel, düster ist. Das ist eins. ist das schon deutlich harmonischer, charmanter und freundlicher.
Becky, mein kleiner Schmetterling. Oh. California. Rachel Simmons. Okay. Denk mal, das wird die Mutter sein. Haben wir hier einmal die Autoschlüssel. Weiß nicht, muss man hier noch irgendwas sammeln? Ich guck grad mal. Ich bin eine 15 himmlische Schmetterlinge. Okay, also Schmetterlinge muss man noch suchen. Die Illusionsobjekte. Minispiele. Das ist die Geschichte. Wimmelbild sehen. Okay. Paarbilder, okay. Die Paarbilder brauchen wir auf jeden Fall. Das sind 12. Okay. Also statt Wimmelbild 10 müssen wir jetzt hier tatsächlich die Paarbilder machen. Na, mal gucken. Kann aber auch mal ganz interessant sein, mal nicht zu wimmeln. So. Dann hinein mit uns. Dem Wecker wird 9:15 angezeigt. Okay. Charlie und sein Engel. Toll. Dann müssen wir irgendwie hinterkommen. It's okay, sweetheart. I won't hurt you. Let's get you out of there. Come on. You don't have to be afraid anymore. I'm here to help. Can you tell me what happened? My mom. She's gone. I'm scared. Is your name Becky? Becky, you're safe with me now. Take a deep breath and try to tell me again. Where's my mom? I want to talk to my mom. She's too shook up to talk to me. I need to calm her and win her trust somehow. My mom. She's gone. I'm scared. Oh Mann. Na gut, ist verständlich, dass sie Angst hat. Schmetterlinge. Hier gehört ein Schmetterlingssymbol hin. Okay. Ich gucke auch gerade hier mal wieder. Also wir müssen halt wirklich jetzt drauf achten, weil ich würde es gerne zu 100% diesmal abschließen. Bisher sehe ich hier aber noch nichts an Illusionsobjekten. So. What was that? I saw it earlier on the drive-in. Auch hier starre ich gerade. Wie gesagt, wir starren lieber ein paar Mal länger auf diese Bilder und gucken, ob hier irgendwas ist. Okay. So. Muss jetzt zuerst trösten. My mom, she's gone. I'm scared.
Okay, wir müssen sie immer noch zuerst trösten. Hier. Okay. Okay, das hier scheint wohl kein Wimmelbild in der eigentlichen... im eigentlichen Sinne zu sein. So, dann bauen wir da noch die Schraube. Der Batterien. Für den brauchen wir noch irgendwas anderes. Achso, warte mal. So, das hätten wir. Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir das hier aufmachen. Okay, das ist wohl falsch. Das einmal nass trocken geföhnt, nicht nass geföhnt. So. Jetzt haben wir einen Teddybären. She was a present from my mom. So, erstmal das hier. That should only sting a little. Now let's put a... My mom and dad are gone! A monster took them. Can you find them? Please? A monster? Oh, sweetheart. There's no such thing as monsters. It's all gone. The camper, my truck, Becky. Where are they? And all the other stuff, too. What is going on here? Please tell me I'm hallucinating. So. Ja, so viel zu, es gibt keine Monster, ne? Okay. Ich starre.
Ich starre wie verrückt gerade. Finde aber nichts. Der Wecker aus dem Wohnmobil. Warte, es sind nur 20 Minuten vergangen? Wann ist es draußen so hell geworden? Ja, das ist die Frage. Gucke, ob ich hier nicht irgendwas übersehe. Das scheinbar nicht. I really hope the sunlight was playing tricks on my eyes. Okay. Hallo. Welcome to Ravenwood Park, ma'am. I'm Gerald Whitmarsh, the owner. A missing family. A stolen camper? A monstrous creature outside my park? Okay, okay, please calm down, ma'am. I'll be happy to help you. Though I'm sorry to say we didn't see anything. We only opened a few minutes ago. Seems I left my cell phone in my mansion on the other side of the valley. I'll go call for help. In the meantime, why don't you relax and tour the park a bit? Take a ride on the Redwood Gondola, free of charge. You can get a ticket here at the shop. Oh, and we've just had new maps printed. Here, take one. They look great, don't they? In any case, you can find me in my residence on the other side of the valley. Danke. Okay, wir haben eine Karte bekommen. Und es sieht hier sehr... I'm off to go call for help in just a moment. Fidelos. Sehr quietschfidel. Welcome to the park, ma'am. I overheard you speaking to Mr. Whitmarsh. What a frightening story. I'm sorry to say, I didn't witness a thing. Here's that Redwood Gondola ticket. You might as well enjoy the view. It'll be some time before help arrives. Should you need anything at all, don't hesitate to ask the park staff. Danke. Oh, warte mal. Das ist ein Metalling. Dreizack-Titan. Der zweitgrößte lebende Mammutbaum der Welt. Redwood, Holzfäller-Ausstellung. Selber ein Museum der Holzarbeiten. Redwood Seilbahnfahrt. Na dann. Ich sehe irgendwas im Hintergrund, was vielleicht... Nee. Gott, ist das hier alles quietschbunt. In diesem Park gibt es viel zu sehen. Und der Mammutbaum ist der Höhepunkt. Und wie er das ist. Da ist eins. Da haben wir direkt eines gefunden. Fangorn, der Vater des Waldes. Der Fangornwald. Ravenwoods Snackbar. Wegen Renovierung geschlossen. Oh, das ist aber schade. The butterfly pendant. Becky was wearing it around her neck. What's it doing under the snack bar door? Is Becky in there? But they all claimed not to have seen a thing. Ja, wahrscheinlich weil sie alle lügen. Die Snackbar ist von innen verschlossen. Okay.
sieht mir hier eindeutig zu idyllisch aus. Good morning, ma'am. When the museum opens in a few minutes, you can go up and ride the gondola. Okay. Immer noch geschlossen. Das heißt, da komme ich noch nicht hin. Glasschneider. Damit komme ich da doch bestimmt rein. Strange. How come it was locked from the inside if there's no other exit? Wahrscheinlich, weil es nicht nur einen Ausgang gibt, sondern wahrscheinlich irgendwo einen Geheimgang. Name? Alter Armbrust ohne Sehne. Gut. Okay, da haben wir so einen Marker. Hat mich jemand durch das Fenster beobachtet oder bilde ich mir das nur ein? Fragen über Fragen. Zieh die Stifte über die Gleise, um die Flügel des Raben zu entfalten. Das sind Zahnräder gleich Abschnitte öffnen und schließen. So. Perfekt. Ja. Da wollte uns wohl einer unten sehen. Oh, who was that? At least I'm not hurt. Das stimmt. So, dann können wir jetzt einmal die Leuchtfackel benutzen. What is this place? Ein unheimlicher, unheilvoller Ort. Mit dem richtigen Werkzeug kann ich die verkohlte Kiste aufbrechen. Ich hätte einfach gegengetreten. An dieser Tafel sind Markierungen zu sehen, aber ich bin nicht nah genug, um genaueres zu erkennen. Okay. The pulley is damaged and won't lock into place. I'll have to find a way to lock it while the door is. Okay, das benötigt Brennstoff. Aber wir haben zumindest was, womit wir das hier zacken können. Mit das kleine Beil. Warte mal. Es wird nicht erneut brennen. You're down here, then you're in need of mine. We can't trust anyone out there. This place is not what it seems. Is there anything you'd like to ask me? Ich will ja nichts sagen. Ich erinnere mich auch kaum noch an die Story. Das ist Gott sei Dank mein Glück, dass das jetzt schon 4 Jahre her ist, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich traue dem irgendwie nicht. Sieht aus wie so ein alter Papst. Gefangener? Who are you?
Why are you locked up down here? I came here to settle an old score. My friend came out on top. For the time being, you're here to find some missing people, aren't you? But like me, you found yourself in trouble instead. I will help you get out of here and assist you in your investigation. But in return, I need you to release me. Trust me, we share the same foe. Okay. Hilfe. How can we help each other? I know a bit about our enemy and this place. I will give you clues and tell you his story. I'll also give you a few small artifacts I managed to steal from him and keep hidden in my cell. In return, you'll release me. As you can see, my cell has quite a complex lock. The relief is the key. If I know my enemy, its pieces are scattered around the park, in the tunnels, trees, everywhere. Should you manage that, my assistance will turn from words to actions. Mhm. Sie haben das Feuerzeug. Mir kommt ja die Stimme so mega bekannt vor. Okay. Gibt es hier irgendwas, was verschleiert ist? Okay, yes. If you pin your evidence on this board, I can help you in your investigation. I can see the whole board from here. Just clear the remaining stuff off it. Perfect. What exactly are you investigating? I have evidence that a few people disappeared this morning at the park gate, under highly unusual circumstances. It comes as no surprise to me. I'll help you find them. Start off by identifying our missing persons. Okay, von nun an werden Beweisstücke an deiner Übersicht aufbewahrt. Nutz Beweisstücke, um Schlussfolgerungen zu ziehen und deine Ermittlungen voranzubringen. Zieh das Familienfoto in den Kreis der involvierten Personen. Du benötigst zwei weitere Beweisstücke, um die Gruppe zu vervollständigen. The whole family is gone. The mother's purse was left next to the park gate, together with her wallet, car keys, documents, and a picture of her daughter. The very girl I found. My mom and dad are gone! A monster to death. And then lost moments later. Such a happy family. Indeed. I can't leave now. I have to find them. But first, we need to establish what happened to them after they were taken. And who's behind their disappearance. But I can't do my part until I get out of this dungeon. Obviously. I think I can help you. Come here to the cell door. Okay, wenn immer die Reflexion des Gefangenen sichtbar ist, hat er neue Informationen für dich. Wähle die Reflexion aus und du gelangst zur Zellentür. So, ich werde hier allerdings den Part erst einmal beenden. Und würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt für den zweiten Part. Für den zweiten Teil Enigmatis. Und ja, ich hoffe, ihr seid schon auf den nächsten Part gespannt. Ich bin es. Denn, wie gesagt, für mich ist die Story jetzt nach 4 Jahren irgendwo auch schon wieder neu, weil ich kann mich kaum noch dran erinnern. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr auf den nächsten Part. Und ja, bis dahin. Ciao. It's been 2 years since the events of Maple Creek. And I'm still on the hunt for the creature. So far, he stayed one step ahead. But I have a lead.